Das sieht alles sehr gut aus. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Futter für den Kollegen heute finden. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist noch früh am Morgen, 9 Uhr. Wir sind schon mit den Ersten am Wasser. Heute ein kleiner anderer Strandabschnitt. Gehen hier einmal rum. Oben bis zur Spitze. Und dann gucken wir mal, was wir so Feines finden können heute. So, und da können wir auch schon direkt den ersten Fund des Tages verzeichnen. Da sieht man schon. Kleines, aber feines Stück grün-braune Ostseeade. Alter Schwede. Das Bauchzentrum ist noch im Schlaf bei mir. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Das wird bestimmt besser, umso länger ich suche. Aber schönes kleines Stückchen. So, und dann melde ich mich auch schon direkt wieder zurück zum zweiten Fund. Und sieht das hier so ein bisschen versteckt in einem Stein. So. Noch ein schönes flaches Stück. Feinste Ostseeade. Wunderbar. Eigentlich hätte ich gedacht, dass hier gar nichts ist, muss ich ehrlich sagen. Weil hier doch relativ viele Leute mit ihren Hund lang gehen. Und dann natürlich auch nebenbei immer die Augen offen haben. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Läuft bisher. Und bin mal gespannt, was noch so kommt. Wisst ihr, da wollte ich gerade ausmachen. Hätte ich mal angelassen. Da ist schon das nächste Stück. Einfach noch in der Hand. Das ist auch, wow, das sieht richtig stark aus. Fast wie so ein riesen Haizahn. Nur aus Ostseeade. Also bisher läuft das echt nicht verkehrt hier, das muss man so sagen. Richtig, richtig geil. Hoffentlich läuft es weiter so. So, jetzt gucken wir, was wir hier haben. Kleiner, aber feiner Seeigel mit ein Stückchen Feuerstein noch dran. Sogar, sag mal, vom Zustand her okay. Ist jetzt nicht besonders, aber den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Erster Seeigel des Tages. Allerbest. Also der läuft wirklich richtig gut. Ja. Aber hoffen, dass das auch wirklich so weitergeht. Ich gucke jetzt nochmal hier im Umkreis. Sieht aber jetzt gerade. Nee. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Aber ich melde mich, sobald wieder was Schickes auftaucht. So, jetzt spielen wir ein kleines Spiel. Wer kann den Faserkalk finden? Ne? Wer hat's geschafft? Hier halb verbuddelt. Der Licht ist gut. Wunderbar, der nächste für die Sammlung. Müsste jetzt, glaube ich, sogar mittlerweile schon Stück 4 sein. 3 oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich lege mich jetzt fest, hier war heute Morgen noch keiner. Und das ist natürlich unser Vorteil. Muss man nochmal extra genau gucken, dass man dann auch im Idealfall wirklich nicht die richtig guten Stücke noch übersieht. Naja, dann lieber mal ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger Fläche bearbeiten, aber dafür genauer. So, jetzt sind wir hier am Standabschnitt. Den hat es bei der letzten Sturmflut Mitte Ende Oktober komplett zerrissen. Da muss man sich vorstellen, die ganze Straße oder dieser Radweg, der da oben ist, der jetzt wieder neu aufgemacht wurde, der lag hier unten komplett. Hier war kein Durchkommen, also wenn man durch wollte, musste man echt klettern. Aber echt Respekt an die Gemeinde. Gerade 2 Monate rum und sieht fast wieder aus wie vorher. Da hinten ist noch ein bisschen was aufgeschüttet. Aber im Großen und Ganzen doch schon wieder echt vorzeigbar. Ey. Nicht schlecht. Also da muss man echt den Leuten Respekt zollen, die hier dann, die haben teilweise wirklich bis in die Nacht gearbeitet, haben hier alles wieder freigelegt, den ganzen Scheiß, der umgespült wurde, den haben sie weggeräumt und jetzt wieder das Ding fertig gemacht für den Sommer. Also da ziehe ich echt meinen Hut, Respekt, richtig geile Nummer. Jetzt habe ich hier noch ein kleines, aber feines Ding gefunden. Da sieht man noch die ganzen kleinen Muschelabdrücke. Das ist echt ein interessantes Stück, ne? Kann man sich echt lange angucken, weil man immer irgendwie was Neues findet. Den nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Richtig schön, habe ich lange nicht mehr gefunden, muss ich dazu sagen. Und da freue ich mich auch sehr. Oh, jetzt hat es noch angefangen zu pissen hier. Wieder richtig schön norddeutsches Scheißwetter. Das ist einfach ein Traum, ne? Naja, ist wie es ist. Ich hoffe, der Wind stört nicht allzu doll, aber naja. Wir gucken mal, was wird. Wir gucken mal, was wird. Jetzt hat es echt ein bisschen gedauert, bis zum nächsten kommt. Ja, perfekt. Ja, das Wasser hier noch einmal schön reingespült. Wieder richtig schön gefärbtes Stück. Das hat auch, wie
wieder so ein Stück, was richtig hell wird. Wenn man das dann bearbeitet, schleifen, poliert. Das sind die Stücke, die sind dann immer richtig, richtig gut. Na, guck mal hier. Schön vom Wasser freigespült. Komplett nass geworden, ey, ja, perfekt einfach wieder. Scheiße. Aber eine schöne Kappe. Das ist leider nur die Kappe, wenn man so will. Oh ey, was soll's. Sieht ganz gut aus. Hat sich der nasse Arm für gelohnt. Einmal mit. So, jetzt mal ein kleines Zwischenfazit. Ich habe mir so eine kleine halbwegs windgeschützte Ecke gesucht. So, das ist jetzt die erste gute Stunde, würde ich mal sagen. Stunde anderthalb. Das lässt, kann sich schon sehen lassen. Ist nicht verkehrt. Hier bei dem hier. Habe ich so richtig abgeschliffen gefunden. Tue mich aber noch schwer mit. Tue ich mich wirklich schwer mit, aber wir nehmen den erstmal mit. Und so im Großen und Ganzen, da lässt sich das doch erstmal sehen. So, man wird, das Problem ist hier heute, man wird von allen Seiten nass, von oben regnet es, von der Seite kommen die Wellen. Es ist einfach ein Traum. Aber wir gucken mal. Ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen. Jetzt haben wir hier auch die erste Kante erreicht. Und hier. Da oben ist die nächste. Und dann gehen wir vielleicht noch bis zum Leuchtturm. Mal gucken, wie die Lust ist. Mal gucken, wie nass ich bin. Naja, ich melde mich, sobald was Neues mache. Da haben wir da mal einen kleinen gefunden. Boah, das sieht auch von der Farbe her sehr richtig gut aus. Ja, der Fokus. Richtig schön von der Farbgebung. Den nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Allerbest. So, jetzt hat sich die Warthose mal wieder bezahlt gemacht. Bin hier ein bisschen durchs Wasser gestanden. Hier ist nicht das frische Zeug, was angeschwemmt wurde. Ja, das ist aber schön. Hier leider nicht riesig, aber ey, wir wollen nicht gierig sein. Auch ein schönes Stück. Schöne Kante hier. Sieht schon noch top ausgeschwemmt. Wunderbar. Und dann gucken wir mal weiter hier, was hier noch kommt, ob wir was machen. Ich hau jetzt aber auch bald ab, weil ey, ich bin durchnass. Mir ist arschkalt. Und so ein bisschen leidet die Motivation drunter, muss man ehrlich sagen. Ich mach jetzt noch das Stück hier fertig und dann zur Schicht geschafft. Dann gehen wir weiter zur Ausführung. So, jetzt wollte ich eigentlich schon längst zu Hause sein. Aber dann habe ich die Sammelsucht wieder gepackt und ich habe eine kleine Doublette gefunden. Ein Stück Faser. Sehr Gerard vor. Ey, wollt ihr mich verarschen? War perfekt. Oh, und eine versteinerte Haustür.
Fuck, ey. Hier geht's weiter. 10 Siegel. Noch mehr. 11. Und 12. Ich bin voll, die mich verarschen. Ich weiß, ob ich den schon hatte. 13. 14. Ich weiß nichts. Aber hier ist noch. 15. Digga, was? Noch mehr. 16. Digga, was? 17. Was ist das denn? Junge, und ich wäre einfach fast nach Hause gegangen. Hier ist noch eine. 19. Da ist noch eine. 20. Hey, what the fuck, Alter? Was geht denn hier ab? Das ist ja absolut geisteskrank. Guckt euch den Haufen an. Wie kann man denn so viel Glück haben? Das ist ja geisteskrank. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aber auch interessant aus. Lol, ey, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Das glaubt mir ja keiner. Hier ist noch einer. Ich keine Ahnung. 21 Siege oder so. Ey, was ist denn das für ein kranker Scheiß, ey? Das ist ja absolut gestört. Ich muss jetzt erstmal allein packen, weil das ist ja wirklich geisteskrank. Also ich muss jetzt auch hier nochmal genauer gucken, weil ich habe gesehen, ich knie sogar am Segel. Das ist jetzt Nummer 24. Hier ist noch ein Gerardhorn. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ist das hier auch noch einer? Ja. Alter, das gibt's doch nicht. 25. Das ist ja absolut, absolut gestört. Das kannst du ja keiner erzählen. Was ist das? Noch ein Gerardhorn? Hey Junge, was ist denn hier los, Alter? Was, auf was für eine verdammte Goldader bin ich denn hier gestoßen? 25 Seelen hier. Entschuldigung, 26. Da lässt sich ja behindern. Nee, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja... Einfach auf der Stelle von 30 Grad einmal reinklacken. Das ist ja nicht so geknackt. Ist hier noch mehr? Ist das auch noch einer? Weiß ich, das könnte ein Teilstück sein. Alter, ich bin völlig sprachlos, ey. Das ist absolut gestört, das ist absolut dumm. Also es ist super geil, verstehe mich nicht falsch, aber... Ich meine, what the fuck? 26 fucking Seeigel. Einfach auf ein Quadratmeter, ey. Das kannst du keinem erzählen, eigentlich. Ja. Und man muss sich einfach mal reinziehen. Ich habe dieses Videostück nur gemacht, so als Lückenfüller, als Übergang vielleicht mal. Und dann kommt einfach sowas, ey. Da gehst du... Ey, das ist so geisteskrank. Das ist so perfekt, dass ich es gefilmt habe, ey. Das glaubt dir wirklich keiner. So ein kranker Scheiß. Junge, ey. Ist einfach zu krass. Ich bin völlig... Digga, ich weiß gar nicht, wohin du bist. Das ist völlig gestört. Ich guck jetzt hier nochmal. Aber auch, dass die wirklich so gedummt sind, ey. Das ist ja... Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Weißt du, normal, ja klar, dass nur mal ein oder zwei auf der Stelle findet, ja, meinetwegen. Aber doch keine 26. Ich meine, ich bitte euch. Ich nehme jetzt hier nochmal das Seegras weg. Vielleicht ist da ja auch noch was. Tja, ist das gestört, ey. Scheint's gewesen zu sein. Junge, ey. Es ist einfach zu heftig. Es ist einfach zu heftig. Und es geht auch einfach weiter, ne? Es ist gestört. Ich wollte eigentlich nur jetzt zum Auto. Hier vorne ist die Straße gleich. Dann ist hier schon wieder. Ja, perfekt. Ein richtig gutes Stück aus der Erde. Junge, was ist denn das für ein Tag heute? Das ist doch wirklich gestört, ey. Alter, ich meine, das ist nicht von schlechten Eltern. Alter Schwede, ey.
So, das muss man sich mal reinziehen. Ich wollte ja eigentlich schon längst weg sein. Ich bin da nur noch mal runter, weil es jetzt hier kurz vom Auto war. Digga, dann hast du da einfach den Jahrhundert von, ey. 26 fucking Seeigel. Das ist ja... Das kannst du keinem erzählen, ey. Was für ein Traum. Und dann noch das dicke Stück Ostseejade. Also das ist ja völlig... Das ist völlig gestört, ey. Das ist die beste Tour, die ich in meinem Leben hatte. Junge, ey. Ist das geisteskrank. Ja, 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 dann sehen wir uns jetzt gleich bei der Auswertung zu Hause. Dauert ein bisschen länger. So, jetzt noch einmal die Auswertung von heute. Also, ich bin immer noch sprachlos. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Und das ist also... Ich meine, ihr seht's ja. Ihr seht's, das muss man sich reinziehen. Das waren 2 Stunden Strand. Auf 1 Quadratmeter. Hier, die alle. Bis auf 2 Stück davon. Und das. Und er. Und hier die Auster. Das ist völlig bescheuert, ey. Das kannst du keinem erzählen. Ehrlich nicht. Also, hatte ich noch nicht. Wir gehen das jetzt einmal kurz durch. Also, wie gesagt, mir fehlen echt die Worte. Wir fangen hier oben an. Hier ein richtig schönes Gerathorn. Richtig schön lang. Leicht gewölbt, ne? Kleinen Bogen nach rechts. Wunderbar. Dann hier noch eins. Hier, das denke ich mal, ist auch eins. Ne, so der Anfang plus bisschen Innenleben. Und dann hier, ich denke mal, das ist auch eins. Aber 100% sicher bin ich mir bei dem nicht, aber das ist aber auch völlig egal jetzt gerade. So, dann machen wir hier drüben weiter. Dann haben wir hier einmal die versteinerte Auster. Auch, was ein Klopper, ey. Ich mach die mal unter die Lampe hier. Was ein Klopper. Ich leck mich an die Füße. Wunderbar. Lag auch direkt daneben, neben den ganzen Seeigeln. Wie gesagt, völlig bescheuert. Ein Donnerkeil, ja, lohnt sich eigentlich gar nicht, den zu zeigen. Aber ey, nehmen wir mit. Machen wir hier mit der Ostseejade weiter. Ach, kann ich auch hier filmen, ist auch egal. So, dann haben wir hier einmal das große Stück, was ich jetzt ganz am Ende noch gefunden habe. Machen wir das Licht. Da ist auch noch überall Sand und so ein Scheiß dran. Ich habe da noch nichts sauber gemacht. Ja, bei denen hier, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube fast, dass das nichts ist, aber... Wir schmeißen den mal einen Rüttler, gucken uns an, was dabei rauskommt. So, und dann fangen wir hier mal an. Also hier bei den Seeigeln ist wirklich alles dabei. Von absolut Scheißqualität oder verwittert bis... So kann man sich echt hinstellen. Hier so einer, den finde ich zum Beispiel sehr schön. Ja, natürlich jetzt auch nicht die beste Qualität. Hier fehlt dann auch mal ein Stück. Aber alles okay soweit, ne? Dann hast du hier sowas. Und am Licht. Auch sieht gut aus. Kann man machen. Ja, und auch wirklich alle verschiedene Gesteinsformen auch. Ne? Manche sind hell, andere dunkel, andere gehen ins Rötliche. Völlig bescheuert. Denn hier so ein Riesending noch. Also. Wie gesagt, ich bin absolut sprachlos. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich meine, ihr seht's ja. Hier nochmal die kleinen. Also ursprünglich auf den Rückweg bin ich gegangen. Mit. Jetzt muss ich gucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Ja. Mit den beiden. So, die hatte ich auf dem Hinweg gefunden. Ich war super happy damit. Super zufrieden, 2 Stück. Für das Strandstück auch. Also wie gesagt, da finde ich nicht oft welche. War ich super happy mit. Dann hatte ich noch hier die Ostseejade. Das, was da jetzt liegt. So, und es hat gepasst. Ne? Das Donnerkeilchen noch. Oder der Donnerkeil, sorry. Und dann auf einmal, zack. Eine Stelle. Der ganze Rest. Aber wie gesagt, das ist völlig bekloppt. Es ist völlig bekloppt. Und ich muss aber echt sagen, am geilsten finde ich ihn ja. Der sieht so stark aus. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin immer noch fassungslos, wie das hier gelaufen ist. Völlig gestört. Ja, ich weiß auch nicht, das kannst du ja auch nicht mehr steigern. Das wird ja nicht mehr besser. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich mache hier erstmal Ende. Trinke mir jetzt erstmal einen Kaffee und wärme mich ein bisschen auf. Ich bin durchnass. Und dann, ja. Hoffe ich, dass ihr noch ein schönes Restwochenende habt.